Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Hallo und herzlich willkommen zu Orga TV, dem Internet-TV-Sender von der Saar-Uni für euch. Das Wintersemester ist vorüber, das Sommersemester steht vor der Tür. Und OrgaTV präsentiert sich mit einem neuen Team. Mein Name ist Markus, neben mir hier sitzt Sandra und wir können noch drei weitere zu unserem Team hinzuzählen. Die seht ihr natürlich nicht, weil Felix steht hinter der Kamera. Dann haben wir in der Bildregie, haben wir dann noch den Heiko sitzen und am Ton ist der André. Ja, was haben wir geplant? Wir wollen euch in diesem Semester vor allem über mit aktuellen Informationen über die Universität und rund um die Universität versorgen. Damit es nicht allzu lang dauert, wollen wir auch gleich loslegen und Sandra wird euch jetzt erstmal einen kurzen Überblick über die Themen der heutigen Sendung geben. Auch von mir zuerst ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Orga-TV-Sendung in diesem Sommersemester. Damit ihr einen kleinen Überblick über die heutige Sendung habt, jetzt ganz kurz von mir zum ersten Thema. Unser erstes Thema dieser Sendung ist heute ein kurzes Porträt des Lehrstuhls von Professor Dr. Scholz, seinen Mitarbeitern und den Aufgabenbereichen, die dort so anfallen. Im nächsten Beitrag werden wir euch einen kurzen Beitrag zum OrgaTV liefern. Und zwar, was hat es überhaupt mit OrgaTV auf sich? Was ist in den letzten Jahren passiert und wo wollen wir in Zukunft hin? Im Anschluss daran zeigen wir euch eine kurze Uni-Umfrage. Wir haben nämlich Heiko losgeschickt, der sollte sich mal bei euch informieren, was ihr wirklich wissen wollt. Und zum guter Letzt zeigen wir euch noch unseren Servicebeitrag, und zwar zimmerfrei WG gesucht. Und nun erzählt euch Markus, was jetzt als nächstes kommt. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Und jeder von euch, der OrgaTV schon einmal gesehen hat, weiß, was zuerst kommt, nämlich die Orga-News. Bitte, Film ab. Im Rahmen des Firmeninformationstages 2007 für Studenten und Absolventen findet am Montag, den 23. April, ein Vortrag zum Thema Delivering Relevant Search Results on a Global Scale statt. Thomas Hoffmann, Director of Engineering bei Google Zürich, wird um 16 Uhr im Gebäude E25 über die neuen Anforderungen sprechen, die eine ständig wachsende Nutzergemeinde an die Entwickler der bekannten kommerziellen Internetsuchmaschine stellt. Der Vortrag beginnt um 16 Uhr im Gebäude E25. Der Freundeskreis der Fachschaft Informatik e.V. veranstaltet am 24. April zum 11. Mal seinen Firmeninformationstag für Studierende und Absolventen. Neben Informatikern und Wirtschaftsinformatikern zählen in diesem Jahr besonders auch Betriebswirtschaftler und Naturwissenschaftler zur Zielgruppe der mehr als 25 teilnehmenden Unternehmen. Darunter sind sowohl überregional bekannte Namen, unter anderem Google, SAP, Boston Consulting und IDS Share, als auch aufstrebende Firmen aus der Region. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr im Foyer des Informatikgebäudes E13 statt. Auch in diesem Jahr bietet das Frankreich-Zentrum an der Universität des Saarlandes in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit ein Seminar zur beruflichen Integration in Frankreich an. Das Seminar findet am 4. und 5. Mai statt und richtet sich an Studierende, Absolventen und Berufstätige, die einen Arbeitsaufenthalt in unserem Nachbarland planen. Behandelt werden Themen wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, verschiedene Umgangsformen, Entscheidungsfindung, Arbeitsorganisation und das unterschiedliche Familienverständnis in Frankreich und Deutschland. Anmeldeschluss für das Seminar ist am 27. April am Frankreich-Zentrum an der Universität des Saarlandes. Für ihr stark beworbenes Schnupperangebot auf der neuen ICE-Strecke Frankfurt-Paris über Saarbrücken stellt die Deutsche Bahn AG pro Zug nur rund 16 Tickets zum günstigen Preis von 19 Euro zur Verfügung. Das hat ein Bahnsprecher der Saarbrücker Zeitung bestätigt. Die vergünstigten Fahrkarten können bis zu 3 Monate im Voraus gebucht werden, auch über das Internetportal der Deutschen Bahn AG.
Am Donnerstag, den 19. April, findet am Campus Saarbrücken ein Klassikkonzert statt. Auftreten wird das Miyabi-Ensemble mit Mitgliedern des Pfalztheaters Kaiserslautern und des Saarländischen Rundfunks. Gespielt wird das Klarinettenquintett A-Dur von Mozart und das Klavierquintett G-Moll von Schostakowitsch. An der Klarinette Sébastien Duget vom Luxemburgischen Philharmonieorchester. Am Klavier Universitätsmusikdirektor Professor Helmut Freitag. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula des Gebäudes A33. So, nachdem wir euch jetzt mit aktuellen Informationen versorgt haben, wollen wir auch gleich mit unserem ersten Beitrag beginnen. Es geht um den Lehrstuhl MKM an der Saar-Uni. MKM steht für Medienkommunikation und Management. Lehrstuhlleiter ist Professor Dr. Scholz. Er hatte auch die Idee für OrgaTV und das schon in 1999, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich würde sagen, was hier alles so passiert und wer hier am Lehrstuhl auch so arbeitet, schaut euch den Film doch einfach mal an. Bitte. Mein Name ist Iris Schröder. Mein Name ist Esther Naumann. Astrid Stiletta. Matthias Bächle. Stefanie Kohlmeier. Björn Geres. Daniela Büchen. Stefanie Müller. Uwe Eisenbeiß. Caroline Nemschek. Christian Scholz. '86 hier am Lehrstuhl. 21 Jahren am Lehrstuhl. 3,5 Jahren am Lehrstuhl. 1999 am Lehrstuhl. Juni 2004 am Lehrstuhl. Ich bin seit 4 Jahren am Lehrstuhl. 1,5 Jahren am Lehrstuhl. Den Lehrstuhl von Professor Scholz gibt es jetzt schon seit 20 Jahren. Stillstand jedoch ist ein Fremdwort. Es findet eine ständige Anpassung des Themenspektrums an die Entwicklung des Managementwesens statt. Die Forschung orientiert sich an den aktuellsten Themen und realisiert ständig neue Ideen. Alles, was im Sekretariat so anfällt. Ich bin der Betriebsrat hier und deswegen für das Wohlergehen der Mitarbeiter und Studenten zuständig. Die Betreuung von OrgaTV insgesamt, die Betreuung des Praktikumsteams. Alles, was mit Personal zu tun hat und auch die Betreuung unseres Grundstudiums. Ideen zu entwickeln und Ideen zu bewerten. In den Vertiefungsfächern Organisation und Personal sowie Medien- und Kommunikationsmanagement wird Aktualität großgeschrieben. Nach Abschluss des Studiums soll Studenten der Transfer von Antworten in die Praxis gelingen. Wenn ich gerade nicht am Lehrstuhl bin, dann vertreibe ich mir die Zeit mit Pokern. Oh, ganz spannende Sachen, wie zum Beispiel an meiner Diplomarbeit schreiben. Und Pokern? Am liebsten lese ich und spiele ich Tennis. Im Garten arbeiten. Ich gehe am liebsten laufen, besuche meine Familie und gehe auch gerne feiern. Ja, dann gehe ich mit dem Betriebsrat joggen. Reisen vorbereiten und Reisen durchführen. Endlich mal genügend Geld für die Studenten. Wir haben nur die Intelligenz unserer Kinder und ich würde mir wünschen, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft werden. Ein bisschen mehr Action hier auf der Universität wäre. Eine bessere Ausstattung der Lehrstuhlbibliothek bzw. der gesamten Unibibliothek. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine schlankere Verwaltung von der Uni. Denkerpause. Also wenn es nur ein Wunsch wäre, die Uni sollte eine wissenschaftliche Hochschule bleiben. So, nachdem ihr jetzt einen genaueren Überblick über unseren Lehrstuhl hier habt, möchten wir euch natürlich auch OrgaTV etwas näher bringen.
Was ist in den letzten Jahren passiert? Wo stehen wir heute und wo möchten wir in der Zukunft hin? Das möchten wir euch in dem nächsten Beitrag alles mal genauer erläutern. Und dazu seht ihr jetzt den folgenden Film. Bitte schön. OrgaTV, und das ist ein Fernsehsender, der über Internet ausstrahlt. OrgaTV wird für Studenten produziert, von Studenten. Langfristig soll OrgaTV zu einer feststehenden 30-Minuten-Sendung werden, die zunächst im Internet, danach aber auch über andere Medien abgestrahlt wird. Das technische Equipment aus Kellern, aus sonstigen Etagen, überall zusammengesucht. Ich will die ganze Sache witzig finden, ich will dort mitmachen, wo es mir Spaß macht, und ansonsten schauen wir mal. Die ersten 7 Jahre von OrgaTV haben relativ viel Spaß gemacht. Wir haben viele Dinge immer wieder neu erfunden und sind ein großes Stück weitergekommen. Wir sind, wie gesagt, etwas weitergekommen, sind aber noch nicht ganz da, wo wir hin sollten. Es fehlen noch einige Ideen, es fehlt noch ein bisschen was an Professionalität, aber der Spaßfaktor ist ausreichend vorhanden. Ausrichten für die Zukunft. Wir sollten versuchen, viel dezidierter Inhalte rüberzukriegen, die mit der Universität was zu tun haben, und viel dezidierter Inhalte, die mit Management zu tun haben, in das Programm reinzubringen, um auf die Art und Weise eine Situation zu schaffen, wo man mittwochs wirklich sich das anguckt, weil man davon sehr viel hat. Wir hatten OrgaTV auch schon über andere Medien. Es ist lange Zeit über den offenen Kanal gelaufen. Das haben wir relativ lange gemacht. Erst als der offene Kanal eingestellt wurde, wurde das auch eingestellt. Das Problem besteht ein bisschen darin, nicht, dass wir keine Möglichkeiten hätten, das über andere Medien zu machen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir immer durchgängig die hohe Qualität garantieren können. Wenn wir das können, und das liegt ja an dem Team jetzt, dann werden wir auch das andere machen. Wir werden aus OrgaTV einen Internetsender machen, der interessante und aktuelle Beiträge für alle Studierenden an unserer Universität bieten wird. Interessant. Wir haben die Themen, die euch interessieren. Aktuell und schnell. Wir bieten euch ein studentennahes Programm. OrgaTV. Von der Uni für die Uni. Nie langweilig. So. Wie ihr aus dem Beitrag entnehmen könntet, haben die Teams von OrgaTV schon ziemlich viel gemacht. Den Saarbahnausbau begleitet, Leute hier ins Studio eingeladen, zum Geburtstag gratuliert. Sie haben World of Warcraft gespielt. Und wir haben uns jetzt beschlossen, dass wir zukünftig näher an der Uni bleiben wollen. Wir wollen die aktuellen, brisanten Themen für euch recherchieren, die hier an der Uni anfallen. Darum wird es gehen. Und jetzt haben wir uns natürlich überlegt, was sind denn die Themen, die wirklich interessieren? Natürlich sind uns auch schon mal ein paar eingefallen und wir haben uns auch schon so heimlich ein paar Zettel gemacht, wo auch einige Themen draufstehen. Aber wenn man die wirklich wichtigen Themen haben will, sollte man auch die Leute fragen, was sie interessiert. Dann haben wir gesagt, Heiko, nimm die Kamera, nimm ein Mikrofon, ab auf den Campus, geh auf Stimmenfang und frag doch mal die Studenten, was sie wissen wollen von oder über die Uni. Ja, Heiko hat alles eingepackt, ist hier raus, auf dem Campus, und was er da angestellt hat, das seht ihr jetzt.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Sommersemester ist gerade eröffnet und ich befinde mich hier auf der AC-Wiese an der Universität des Saarlandes. Wir, das neue Orga-TV-Team, haben uns mal umgehört und den Studenten einige sehr interessante Fragen gestellt. Was haltet ihr eigentlich von Orga-TV, dem Uni-Internetsender? Also ich muss sagen, dazu fällt mir gar nichts ein, was mir da irgendwie mit Uni-TV oder so, keine Ahnung. Ja, ich bin ganz überrascht, dass es überhaupt einen gibt. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas existiert. Jetzt, da ihr wisst, dass Orga-TV existiert, welche Themen würden euch speziell interessieren? Ich finde es halt interessant, wenn man hier auf dem Campus dreht. Also mich würde mal interessieren, so irgendwas über die Sportaktivitäten, die an der Uni angeboten werden. Informationen über Studiengebühren, welche Studiengebühren für was verwandt werden. Also vielleicht von allem etwas, Hochschulsport, dann Studiengebühren, wie das alles so auf dem neuesten Stand ist, halt aktuelle Themen. Ja, mehr, also gute Informationen über Angebote an der Uni. Ja, wie das ab Wintersemester mit den Studiengebühren aussieht, ob sich dadurch der Service für die Studenten verbessert. Von meinem Unisender erhoffe ich mir erstmal, weil ich ganz neu bin hier an der Universität, dass ich einfach ein paar Informationen über das Leben an der Universität an sich erhalten kann. So, wie wir jetzt gehört haben, scheint ihr euch ja für einige Themen zu interessieren. Aber ein großes Thema scheinen ja die Studiengebühren zu sein, die im Wintersemester kommen. Also ich muss gestehen, ich weiß auch noch nicht wirklich so viel darüber. Ich weiß nur, sie kommen im Wintersemester und wir müssen einiges bezahlen. Markus? Ja, also ich bin auch noch nicht so umfassend informiert. Ich weiß, dass es, glaube ich, sich um einen Betrag von 500 Euro handeln wird, den wir bezahlen müssen pro Semester. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob dann auch schon Bus- und Bahnticket drin ist oder ob ich das nochmal extra kaufen muss. Und wie wir bei unserer Umfrage festgestellt haben, sind wir nicht die Einzigen, die uns in diesem Gebiet noch nicht so gut auskennen. Aber seht selbst. Ja, ziemlich beschissen. Also mit 4 Geschwistern, die alle studieren wollen, da hat mein Vater ordentlich zu blechen. Ich weiß noch nicht, wie er das schafft, aber wahrscheinlich müssen wir alle arbeiten nebenbei. Ziemlich beschissen, wenn man 4 Geschwister hat, Studiengebühren zahlen muss, aber kein BAföG bekommt. Also von den Studiengebühren erwarte ich, dass sie sinnvoll eingesetzt werden und nicht nur in irgendwelche Baustellen, die die Uni verschandeln. Und dass wir Studenten auch davon was merken, im Forschungsbereich, was auch immer. Meine Meinung, das kann man natürlich nicht kurz umreißen. Es ist so, für manche Leute gibt es natürlich Nachteile, für andere Vorteile. Für mich würde es persönlich halt freuen, dass Leute, die sich hier in der Uni engagieren, zum Beispiel, ich bin jetzt im Uniorchester, und wo halt regelmäßig auch wöchentlich ein bisschen Zeit drauf geht, dass das ein bisschen mehr anerkannt wird und bei den Leuten, dass man sich halt überlegt, dass man da ein bisschen Abstriche macht, weil später bei den Unigebühren, dass sie dann weniger zahlen, was erlassen bekommen und so. Das wird viel Sinn machen. Meiner Meinung nach müssen Studiengebühren existieren und es muss das System wie in den USA sein. Studiengebühren, und für die Leute, die nicht so viel Geld haben, müssen sie irgendwie unterstützt werden. Und in Form von Stipendien. Gut, ich denke, Studiengebühren, wenn überhaupt, sollten sie auf jeden Fall auch in die Uni investiert werden. Das heißt, in Bibliotheken, vielleicht in die Ausstattung der Bibliotheken, Öffnungszeiten, Mitarbeiter, die dann auch überfinanziert werden könnten. Das heißt also, es müsste komplett in die Lehre nochmal reingehen, dass der Student auch was davon hat. Ja, ich selbst weiß auch noch nicht, wie ich es finanziere, weil ich habe noch 2 andere Geschwister, die studieren. Und im Moment bezahlen meine Eltern eigentlich relativ viel. Ich weiß es noch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Also wahrscheinlich Kredit oder so von der Uni. Mal schauen. Ja, wie ihr seht, sind noch sehr viele Fragen offen. Und deswegen haben wir auch beschlossen, diesem Thema Studiengebühren eine komplette Sendung zu widmen. Ein anderes aktuelles Thema, das habe ich hier, ist das aktuelle Hochschulranking von CHE. Diese haben Hochschulen in der gesamten Bundesrepublik nach ihrer Ausstattung untersucht. Sie haben Studenten befragt und was ist dabei rausgekommen? Das Saarland liegt auf dem letzten Platz. Da haben wir gedacht, Mensch, wieso eigentlich? Ist die Saar-Uni wirklich so schlecht? Ja, der gute Heiko hat sich wieder die Kamera geschnappt. Wir haben gesagt, frag doch mal, was die Leute über das Hochschulranking wissen. Und er ist raus und was er erfahren hat, seht ihr jetzt.
Hochschulranking nur halt auf meinen Studiengang bezogen, hat da ein bisschen nachgeforscht, halt bei Yoga. Und ja, da gibt es natürlich gibt's auch da schönere, tollere Unis mit besserem Ranking. Aber das ist jetzt bei mir nicht ausschlaggebend, dass ich jetzt hier wechsle. Ich finde halt die Saarland-Uni schon ganz schön. Da hat mich so gut abgeschnitten von der Ausrüstung, sag ich mal. Hat mir meine Mutter erzählt. Ja. Da denke ich auch, wenn wir schon Studiengebühren bezahlen müssen jetzt bald, dass man da was die dann da auch ändert. Eingesetzt werden. Ne? Ja. Ja, als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ich wollte wissen, wo ich studieren will, an welcher Uni. Und man musste die Unis vergleichen. Und ich habe das Hochschulranking benutzt. Deswegen bin ich hier gekommen, Informatik zu studieren, weil es war in Top 3 in Overall und für Forschung war Nummer 1 mit DFG. Ich habe nur gehört, dass wir da nicht so gut abgeschnitten haben. Und nun ja, woran es jetzt liegt, kann ich nichts sagen. Aber ich denke, da mittlerweile ein Wettkampf besteht zwischen den verschiedenen Unis, wird da sicherlich oder müssen da Maßnahmen getroffen werden. Dass Saarbrücken da so schlecht abgeschnitten hat, da habe ich leider noch gar nichts von gehört, weil ich da ganz gezielt jetzt nur immer auf meine Studienrichtung geguckt habe. Und so ganz allgemein kann ich da gar nichts zu sagen. Was soll ich sagen? Ich kenne keine anderen Hochschulen. Ich kann nur meine Meinung über diese Hochschule sagen. Und der gute Ruf ist nicht alles. Also ich musste bei ein paar Professoren schon mal öfter in die Klausur und das lag nicht an mir. Ja. Wie ihr sehen konntet, haben wir sehr viele Antworten auf unsere Fragen bekommen, was uns natürlich zeigt, dass Hochschulthemen bei euch sehr, sehr angesagt sind. Diese Themen, diese behandeln wir natürlich in diesem Semester und ich hoffe, ihr schaltet jetzt ab sofort jeden Mittwoch um 18.18 Uhr bei uns ein. Macht's gut und tschüss. So. Ich habe mir das Ranking in der Zwischenzeit mal ein bisschen genauer angeschaut und habe gedacht, wo liegen denn die Ausstattungsdefizite? Und laut dieser schlauen Tabelle hier in diesem Bericht schneidet die IT-Infrastruktur besonders schlecht ab. Das heißt also, da besteht scheinbar Nachholbedarf. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wundert mich nicht. Die Räume, bei den Räumen liegen wir im Bundesvergleich auch auf dem letzten Platz. Die einzige Kategorie, wo wir nicht mit Abstand wirklich die Schlechtesten sind, ist unsere Bibliothek. Naja, aber nächste Woche haben wir beschlossen, wir fragen genauer nach und werden zwei Gäste bei uns im Studio begrüßen dürfen, mit denen wir über dieses Ranking mal genauer diskutieren und nachfragen, wie repräsentativ ist es wirklich. Und jetzt kommt noch einmal Sandra, denn sie wird uns jetzt was über unseren neuen Servicebeitrag erzählen. Bitte. Ja, wir haben einen neuen Servicebeitrag in unserer Sendung und zwar geht es um WGs. Ihr habt mit Sicherheit schon Erfahrungen gesammelt, wenn ein Zimmer in eurer WG frei war oder ihr habt selbst ein Zimmer gesucht, das ist nicht immer so einfach. Wo gehe ich hin, wen frage ich, wie recherchiere ich und wer interessiert sich überhaupt für mein freies Zimmer in meiner WG? So, und somit haben wir uns dies zur Aufgabe gemacht, euch in Zukunft dabei zu unterstützen. Und zwar haben wir uns diese Woche auf die Suche gemacht nach der ersten WG. Und die haben wir in der Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken gefunden. Wir waren zu Hause bei Britta, Jan und Max in der WG und haben die mal so befragt, was sie sich unter einem neuen Mitbewohner so vorstellen, was der mitbringen sollte, was er nicht mitbringen sollte und wie die Wohnung ausschaut. Das seht ihr jetzt in dem kommenden Beitrag. Bitteschön. Der aussieht wie Orlando Bloom, einen Knacklösch hat und nur vermögend ist und nur nackt in der Wohnung rumrennt. Max, 27 Jahre jung, studiere Geschichte auf Magister in Saarbrücken, bin jetzt ungefähr im 9. Semester, ansonsten schaffe ich noch nebenher ein bisschen Jobben bei AOL und jo, genieße hier das WG-Leben. Okay, der Mitbewohner oder die Mitbewohnerin sollte recht locker sein, nicht zu spießig drauf, ja, halt auch Spaß am WG-Leben haben
und ja, mit uns hier Spaß haben, ein bisschen feiern und nebenher was auch immer tun, ihr Studium fortsetzen. Ich bin der Jan, ich wohne hier seit 2,5 Jahren und bin sozusagen mit dem Max zusammen Mitbegründer der WG. Ich habe fertig studiert und gehe dann jetzt das nächste Jahr auf jeden Fall noch arbeiten, also so lange werde ich auch noch hier wohnen. Tja, und der Mitbewohner, den wir suchen, sollte auf jeden Fall nicht auf absolute Ruhe bestehen. Ansonsten... absolute Narrenfreiheit hier. Er kann sein Zimmer einrichten, wie er will. Wir zahlen keine Kaution. Die gesamte Miete beträgt mit Internetanschluss, Strom und Pipapo etwa 265 Euro. Tja, ansonsten aber absolute Narrenfreiheit. Ja, ich bin die Britta, ich bin auf der höheren Hotelfachschule hier in Saarbrücken, bin allerdings nur noch 2 Monate hier, ziehe dann Ende Juni aus, weil ich dann ins Ausland gehe und ich bin 21 Jahre alt. Der Mitbewohner oder Mitbewohnerin sollte nicht auf absolute Ruhe bestehen, kann mit seinem Zimmer machen, was er will, kann auch gerne hier machen, was er will, streichen, keine Ahnung. Und ja, kann Haustiere mitbringen, wie er möchte. Wie darf der Mitbewohner auf keinen Fall sein? Spießig. So, vielleicht ist diese WG ja was für euch. Naja, wir sind schon am Ende der Sendung. Es ging natürlich wie immer schnell vorbei. Nächste Woche unser großes Thema Hochschulranking mit Studiogästen. Ein weiteres Thema. Nächste Woche ganz groß Chili, das neue Jugendmagazin. Wir waren dort, haben einen kurzen Beitrag darüber gedreht und möchten euch dieses Magazin nächste Woche einmal genauer vorstellen. Ja, und dann natürlich... wie versprochen, die nächste WG auf Zimmer, auf Mitbewohnersuche natürlich. Wir sagen Tschüss und ihr wisst, nächsten Mittwoch, 18.18 Uhr, OrgaTV. Einschalten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und jetzt... abhängen!